Hallo und willkommen zurück hier zu Two Point Campus. Weiter geht's, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollen sofort loszocken. Wir haben heute doch einiges noch vor. Erstmal das Studienjahr natürlich wunderbar überstehen. Das ist mein Wunsch, den ich selber habe. Und ihr seht's jetzt hier, die Toiletten werden echt gut besucht. Ist ja auch die einzige Toilette, die wir hier haben. Also, was das angeht, da gibt's keine Alternative. Was ist mit dir eigentlich hier los? Warum heulst du rum? Ertappt und wütend. Na, guckt euch das mal an hier. Die sind ja süß. Guckt mal. Oh, sie lieben sich. Sie haben sich geliebt. Und zwar wie? Ach, wie süß ist das denn gewesen? Das ist echt niedlich. So, was haben wir ansonsten hier? Weiter machen wir mal. Ja, hier wird fleißig gekocht. Das ist auch ganz gut, aber die Stimmung ist noch nicht so wirklich gut. Wir müssen gucken. Also was auf jeden Fall nächstes Jahr auf uns zukommt, da können wir ja nochmal gucken. Wir haben dann 52 Studenten. Wir haben jetzt gerade mal für 20 Leute Schlafsäle. Also was das angeht, müssen wir auch da nochmal gut weitermachen. Also mindestens 3 weitere Schlafsäle brauchen wir. Mindestens, damit wir überhaupt auf einen grünen Zweig kommen. Wie teuer ist so ein Schlafsaal, den ich jetzt hier gemacht habe? 14.000. Nicht gerade ohne, sag ich euch. Könnten die ja auch hier noch reinmachen. Eins. So, und dann machen wir daneben nochmal ein. 2. So, huch, das war der falsche. Den verkaufen wir mal schnell. Ich wollte den hier nehmen nochmal, kopieren. So. Zack. Dann haben wir wenigstens nochmal für 40 Leute jetzt die Schlafsäle. Das heißt, wir brauchen noch mindestens 2 weitere. Mal gucken, wo wir die noch platzieren können. Hier haben wir mal den hier. Das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir den hier hin platzieren. So. Da müssen wir mal die Fenster hier noch mit rausnehmen. Die brauchen wir dann nicht. Und das Fenster hier auch rausnehmen. Gut. Dann haben wir das. Haben wir jetzt schon 50. Immerhin. Das ist schon mal nicht verkehrt. Den Raum könnten wir hier noch so ein Stückchen erweitern. Ja, das ist noch alles möglich. Aber erstmal müssen wir jetzt wirklich, also das letzte, übel werden. Das wird echt übel werden. Gucken wir uns mal die Auszeichnung an. 3 sind durchgefallen, einer wurde verwiesen. Schlecht. Ganz schlecht. Aber wir kriegen wenigstens Campus des Jahres. Das ist schon mal ein Anfang. Bestandenrate 88%, Prüfungsnotendurchschnitt 55%. Also, da haben wir uns wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert, liebe Leute. Gut, das neue Studienjahr muss starten und wir haben die Campus-Anforderungen. Computerraum, Computerraum bauen, herzhafte Küche bauen, Vorlesungsraum, Wissenschaftslabor bauen und 2 weitere Dozenten, einmal in Gastronomie und einmal in Spionage. Das wollte ich sagen, herstellen. Nein, natürlich nicht herstellen, sondern dass wir die einstellen. Dann fangen wir auch mal damit an. Bevor wir nämlich kein Geld kriegen. So, hervorragende Körperhygiene, du bist eingestellt. Da würde ich jetzt gar keinen langen drumherum machen. So, das haben wir. Und dann brauchen wir noch einen Spionage-Dozenten. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Hervorragende Körperhygiene, du bist eingestellt. So, zack, noch schnell die Aufgaben verteilt. Das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt kommen schon die Räume und wir haben noch 150.000. Das wird nicht ohne. So, die herzhafte Küche müssen wir. Die herzhafte Küche, da würde ich sagen, wir kopieren uns mal den Raum hier. Und der passt hier sehr gut rein.
Allerdings. Das müssen wir wegmachen. Und hier müssen wir reingehen. 1, 2, 3. Und dann gehen wir hier rein. So. Das sieht ganz gut aus. Und Götti Kolli. Was? Das werden wir erstmal hier alles wegmachen. Das kann weg. Und ich hätte ja gerne die Tür, dass die jetzt hier irgendwie hinpasst. Ja, ungültige Kollision. Mann. Mach dir doch bitte nicht ins Hemd. So. Aber wir können auch eine kleine Tür machen? Ich dachte, es geht nur eine große Doppeltür. Echt jetzt? Und ich versuche hier die ganze Zeit irgendwie irgendwas hinzukriegen. Boah, das ist ja schon wieder... Also, wenn ich jetzt eine einfache Tür kriege. Zack. Was ist mit dem Ding? So. Ja, ungültige Objekte verkaufen. Kann ich das bei dem auch machen? Ich kann eine kleine Tür einstellen. Dann mache ich das bitte auch. Ich möchte keine große... So. Und die weg. Zack. Wenn ich das hier auch machen kann, dann bin ich glücklich. Ach, das geht schon wieder nicht. Da müssen wir es mal tricksen. Okay, oder auch nicht. Mann. Bauen wir mal so rum. So. Die Tür weg. Wieso kann ich denn die Tür nicht wegnehmen? Wieso kann ich die Tür hier nicht wegnehmen? Ja, Fehlerbehebung. Ach so, weil hier noch was dran ist. So, dann probieren wir es mal jetzt. Ah. Hierin lässt sich jedoch nicht veralbern. Ja, ungültige Objekte verkaufen. So. Sehr gut. Eine kleine Tür finde ich immer noch besser. So, das haben wir. Sieht jetzt natürlich nach nicht wirklich viel aus und auch nicht wirklich schön. Da müssen wir uns dann drum kümmern, wenn wir das Geld haben. So, wir brauchen einen Vorlesungssaal. Dann nehmen wir uns den hier. Kopieren den ganzen bitte. Und... packen den da so rein. Zack, haben wir. Und wir brauchen natürlich noch einen Schlafsaal. Den können wir ja auch mal kopieren. Und... der passt ja hier perfekt hin. Dann machen wir das. Zack. Haben wir. Dann haben wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schlafsäle. Sehr schön. Das ist ganz gut. Dann brauchen wir noch einen Computerraum. Computerraum. Zack. Und dann geht's mit dem hier weiter. So, den machen wir mal 7x7. So, da geht's dann da rein. Und zack. Alles sehr spartanisch hier eingerichtet. Und dann natürlich noch eine Konsole. So, wir brauchen Heizungen. Einmal hier. Und einmal dort. Warm ist es. Also um Grundwärme müssen wir uns auf jeden Fall mal kümmern. Da sehe ich zum Beispiel, dass wir hier auch noch ein ganz großes Problem haben. So, das werden wir jetzt schnell beheben, das Problem. Einmal hier. Und einmal... Na, komm jetzt her. Boah, was war denn das jetzt hier? Die Lehrerin ist ein bisschen angepieselt. So.
Zack. Sehr gut. Und dann brauchen wir aber noch eins. Hier in der Mitte ist es noch nicht warm genug. So. Dann machen wir das mal so rum. Zack. Das ist schon wesentlich besser. Hier fehlt auch noch Temperatur. Da sind wir noch nicht weit genug. Zack. Und zack. So, dann ist das schon mal ansatzweise warm. Und dann brauchen wir noch ein Wissenschaftslabor. Oh Gott. Wissen. Oh, das geht gerade so, wird das noch was werden. So, das machen wir auch. 7x7. Dann haben wir hier hinten noch Platz und können da vielleicht sogar noch einen Aufenthaltsraum oder sowas machen. Das wäre schon vielleicht gar nicht so verkehrt. So, einmal hier. Das Wissenschaftslabor, zack. Zack. Auch sehr spartanisch alles eingerichtet. Aber anders wird es dann hier nicht möglich sein. So, einmal da. Und einmal da. So, warm genug ist es. Und jetzt haben wir noch 15.000 übrig. Also das ist jetzt wirklich nicht viel. Und das sind alles jetzt Minimum-Sachen. Minimum. Kinas, also wirklich nicht schön. So, wir werden mal ein Badezimmer können wir noch hinbauen. So. Bauen wir das so lang. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. Toiletten. Einen großen Heizkörper. Und 1, 2, 3, 4 Waschbecken. So. Und das war's jetzt auch schon. Wir haben nichts. 3.800 haben wir noch. Das ist nix. Folge ja starten. Los geht's. Also. Nichts. Ja, also wenn ich so mir so die Räume angucke, die sind so hässlich. Also wirklich, der Vorlesungssaal ist so das Einzige, wo ich sage, ja, damit kann man auch ein bisschen arbeiten. Ansonsten ist es alles hässlich wie die Nacht. Aber gut, was wollen wir machen? Wir müssen jetzt sparen und hoffen, dass uns unsere Leute hier wirklich Geld ins Haus bringen. So, wie sieht's hier aus? Wunsch nach einer halbrunden Bank, Kaffeekiosk, Parkbank. Prost erstmal hier, ne? Immer noch meine Rindtasse. Ich finde die klasse. Gibt's aber nicht zu kaufen. Habe ich als einzige das Exemplar. So. Was haben wir hier? Parkbank, Aufenthaltsraum, Party. Na, die Party können wir erstmal ablehnen. Dafür brauchen wir einen Aufenthaltsraum. Den Kaffeekiosk würde ich gerne. Den die Parkbank. Wir stellen sie erstmal hin. Wir müssen ja irgendwas machen hier. So. Das sieht ansonsten sieht's alles nicht so verkehrt aus. Aber jetzt kommen die erstmal hier alle rein. Ich würde gerne was bauen, aber ich kann nichts. Wir haben 3.400 Öcken. Und 50 Leute Strom an hier rum. Wir können ja mal gucken, was wir in dem nächsten Jahr machen müssen. Nichts, aber wir kriegen 59 Leute. Okay. Das ist schon mal gut. Für mich ist das gut. Dadurch können wir uns echt viel Kapital aneignen und hier unsere Räume nebenbei ein bisschen verschönern. Und so peu à peu das dann halt machen. Weil wie gesagt, schön ist anders. Und ich möchte gerne hier ein bisschen schöner bauen. Was das angeht. Hier draußen ist auch null gemacht. Und wie gesagt, wir sollen den Personalraum noch bauen. Das wollte ich ja hier hinten noch machen. Das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Der Wunsch an der Komödie ist da, können wir alles nicht machen. Aber die Räume werden hier auf jeden Fall gut angenommen. Wie ich auch so sehe, haben wir bis jetzt auch keinen weiteren Maulwurf.
Das ist auch gut. Ja, aber wie gesagt, wir haben hier so viele leere Flächen. Da müssen wir so viel noch machen. Das ist halt... Boah, hier. 26.000. Wir haben noch nicht mal einen ERF-Bonus bekommen. Packt auf der Tür. Spionage nehmen wir an. Bilanz sieht gut aus. Was machen wir jetzt mit den neu gewonnenen Reichtum? Wir werden für unser Personal ein Personalzimmer bauen. Das werden wir machen. So, dann werden wir hier hinten recht großzügig bauen. Damit die dann auch mal sich was gönnen können hier hinten. So, einmal das. Dann würde ich die Front hier ehrlich gesagt als Fensterfront machen. Und mal ein bisschen Temperatur reinbringen erstmal. Einmal hier. Und einmal da. Ist das warm genug? Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, das ist warm genug. Dann gehen wir mal wieder rein. Kann man das auch anheben nochmal? Jetzt. So, zack. Das ist sinnvoller. Dann gehen wir mal hier ran. An den Speck. Einmal hier. Und einmal dort. Und in der Mitte könnten wir noch ein Zweiersofa hinstellen. Oder Sessel. Kann man nicht auch einen einfachen Sessel noch? Also so einen hübschen Sessel? Hier, den wollte ich haben, genau. Zack. Dass wir den freischalten müssen, ist natürlich auch übel. So. Hier geht es dann zwischendurch. Dann können wir den eigentlich auch noch ein Stückchen näher ran machen. So, das sieht gut aus. Dann nehmen wir hier einen Teppich und noch einen Teppich. Und da ein hübsches Bild. Und da ein hübsches Bild. So, haben wir das. Dann benötigen wir hier auf jeden Fall Essen und Getränke. Dann nehmen wir einmal das. Und das. Und... Oh, der ist Hamster ist hier. Viechervorteil. Der ist gut. Der Hamster, den hatte ich schon gesehen, dass man den jetzt nehmen kann. Und den will ich auch haben. Den werden wir uns hier hinstellen. Zack. Der ist cool. So, dann werden wir uns noch eine Dartscheibe hier rein platzieren. Und hier hinten könnte noch ein Automat platziert werden. Das ist ganz gut. So, dann zur Dekoration. Unterhaltung hatten wir jetzt. Dekoration hier. Da würde ich eine große Pflanze bevorzugen. Und dann die Lampe. Was haben wir denn hier Feines noch, was wir noch machen könnten? Ach, wir könnten noch ein paar Tischchen hier reinstellen. Aber die sehen nicht gut aus. Schade. Oh, der Blumenstrauß ist ja hübsch. Dann machen wir den mal dahin. Dann haben wir noch eine Lampe. Hier, die will ich gerne haben. Einmal hier und einmal da. Ist jetzt hier auch so nah dran, wie es halt geht. Ja. So näher geht's nicht. Und das ist auch mittig. Ja, das ist ungefähr mittig. Das sieht ganz gut aus. So, dann können wir hier noch eine Lampe hinmachen. Hier zwischen. Zack. Und dann nehmen wir den hier nochmal hoch und schmeißen den noch ein Stückchen näher ran. Sehr schön. Aber wenn die Rosen jetzt hier die in der Vase nicht verdorren, dann sollten wir den mal hier vielleicht
ein paar mehr davon gönnen. Gucken, ob wir das so hinkriegen, dass wir da noch ein paar mehr hinstellen. Aber wahrscheinlich passt das hier nicht dazwischen, oder? Nee, schade. Dann nicht. Dann lassen wir das so. Das sieht doch ganz knorke aus. Wir könnten noch gucken. Einen Fernseher. Ja, machen wir hier noch einen Fernseher hin. Den machen wir immer hier auf die Ecke. Und müsste die Pflanze weg. Dann machen wir die Pflanze weg. Und dann hier noch. Objekt blockiert. Das ist schlecht. Dann kommt der weg. So. Das sieht doch ganz gut aus. Dann lassen wir das so. Was haben wir denn hier noch feines dekorationstechnisch? Haben wir da vielleicht noch sowas wie eine Trophäe? Ne, eher nicht. Stühle brauchen wir nicht. Nö. Der Raum sieht so ganz gut aus. Personalzimmer. Das sollte jetzt den Leuten hier auch ganz gut gefallen. Also ich glaube, das passt für die. Okay, das haben wir. Und dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Geld. Das brauchen wir definitiv. Wir können ja schon mal den Außenbereich hier ein bisschen planen. Ich bin ja auch am Überlegen, ob wir hier nochmal ein Stückchen rausgehen mit dem Gebäude. Und hier. Wie gesagt, den Außenbereich können wir jetzt ja planen. Aber ich finde es schade, dass wir hier nicht wirklich Rasen haben, sondern nur diesen Schlons. Nenn ich es jetzt mal. Also wirklich grün ist es nicht, es ist Moskau. Das finde ich so ein bisschen schade, was das angeht. Aber gut, müssen wir mit leben. Wir können ja mal gucken. Das war 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und dann hier nochmal so. So. Das wäre quasi der Bereich direkt davor. Eigentlich sogar noch eins weiter, oder? Das war der falsche. War das der jetzt hier? Ja. Dann heißt das so lang. Werden wir das machen. Einmal hier umranden. Was seht ihr? Das ist doch anders. Das ist doch eine andere Farbe. Die mich jetzt gerade veralbern hier. Jetzt. So, und ich muss hier eins rum. So. Das war der falsche. Das war das Richtige. Sehr gut. So, dann. Da lang. Ach so, ja. Den Reiter hatte ich immer gehabt. Und da lang. So, und dann, huch, falsch geklickt. So. Und dann können wir den jetzt hier noch ein bisschen erweitern. So, dann haben wir das. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz. So, dann kann man jetzt hier zum Beispiel das schon so machen, dass wir hier einen Kaffeestand uns hinstellen. So. Na. So richtig will das nicht, wie ich das will. So sieht's besser aus. Ein Kaffeestand und gucken wir mal, ob wir auch noch einen Assistenten kriegen. Wir haben gar keinen Assistenten für die Bibliothek eingestellt. Gott, bin ich schlecht. Das sehe ich erst jetzt. Das ist mit dir hervorragend und Körpergene lässt Müllfallen. Sehr gut. Dich nehmen wir. Aufgaben, Bibliothek und den Rest bitte überhaupt gar nicht. So. Gott, sind wir schlecht. Nicht mal das haben wir.
So, ansonsten sieht es aber gut aus. Bericht zum Takt auf der Tür. Sehr schön. Wunsch nach DJ Sous-Chef kommt weg. Und den Rest lassen wir mal. Die Komödie könnten wir noch einrichten. Eventplan, die machen wir mal hier im Februar dazwischen. Event buchen. So, und ansonsten lassen wir das Ganze so. Okay, dann schauen wir mal. Finden wir jetzt nochmal einen Assistenten hier für unseren Kaffeestand? Das wäre ganz gut. Wenn nicht, dann nicht. Bisschen schneller laufen lassen. Ich will jetzt noch einen schnellen Assistenten kriegen. Das wäre Knorke. Oh, wir haben eine Belohnung erhalten. Die gucke ich mir gleich noch an. Stufe 10 erreicht. Sehr schön. Marketing. Nein. Ja, aber so langsam, die Leute werden ein bisschen glücklicher, ein bisschen zufriedener. Ich glaube, das lag auch wirklich echt an diesen Assistenten hier. Medizinische Probleme können wir noch nicht behandeln. Wir haben noch keine Klinik. Seelsorge sieht schlecht aus. Karriereziel nehmen wir mit. Wunsch nach einem Gemüsekiosk und nach einem Smoothie-Stand. Ja, ich würde gerne alles für euch machen. Allerdings brauchen wir Leute. Das ist wirklich das, was wir jetzt brauchen. Hier, perfekt. Bewegt sich langsamer als der Durchschnitt. Ja, gut. Dann ist das halt so. Bibliothek nicht. Studierendenzentrum Imbiss. Ja, und Clubrekrutierung nehmen wir auch raus. So, damit haben wir ja endlich mal den ersten Stand hier. Sehr schön. Die Leute freuen sich. Und das ist auch ganz gut so. Die Schlange wird hier auf jeden Fall lang. Und ansonsten, finde ich, haben wir hier schon mal ein bisschen was erreicht. Also was das angeht. Da ist jetzt auf jeden Fall schon ein wenig was draus geworden. Ich hoffe halt einfach nur, dass wir in der nächsten Folge definitiv noch weiter vorankommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Würde ich mich immer sehr darüber freuen. Und mit den Worten, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!